möchte aber hier bleiben. Nein, du kannst nicht bleiben. Warum denn nicht? Ich hab's dir doch erklärt. Du bist in einer Reha-Klinik. Wir haben versucht, dir zu helfen. Du bist austherapiert. Das war's. Du musst jetzt gehen. Junge, Junge, manche Patienten. Hallo, moin moin, servus, grüß Gott, wo auch immer ihr herkommt, in Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Heute soll es weitergehen mit der Auna L766. Das ist ja dieser Fertiglautsprecher für sage und schreibe 79 Euro, den ich mir mal so ein bisschen näher angeschaut habe. Hintergrund so ein bisschen ist, lohnt sich das, kann man das machen oder sollte man vielleicht doch lieber Selbstbau anstreben? Kommt bei Selbstbau mehr raus. Ich habe jetzt nicht unbedingt einen Selbstbau-Lautsprecher heute hier parat. Es gibt ja schon einige so auf meinem Kanal hier. Aber wir schauen uns trotzdem jetzt mal an, wie performt überhaupt ein Fertiglautsprecher für 79 Euro. Letztes Mal haben wir so ein bisschen die Bass-Performance uns angeschaut. Da haben wir schon gemerkt, also die Abstimmung ist schon so ein bisschen, schwierig, möchte ich mal sagen. Eine sehr, sehr hohe Güte vom Chassis selbst schon. Das Ganze in einer Bassreflexabstimmung, die ich so nicht wählen würde. Nein, sowieso nicht, wenn ich eh schon so eine hohe Güte habe. Und so weiter und so fort. Da waren schon so einige Punkte, die fand ich persönlich nicht so toll. Ich habe in den Kommentaren vom letzten Video, von letzter Woche erst, super Tipps bekommen von euch, die ich zum Teil allerdings auch selber schon so im Schädel hatte. Das eine war das GHP-Gehäuse. Das ist ja ein geschlossenes Gehäuse mit einem vorgeschalteten Hochpass, also ein ordentlicher Packen Kondensatoren oder Kapazität davor packen. Dadurch senkt man diesen Buckel, den ich da hatte, und holt dann darunter wieder ein bisschen was raus. Es hat nicht funktioniert. Ich habe es ausprobiert. Ich kam da auf keinen grünen Zweig oder ich hatte nicht eine so starke Verbesserung, dass ich sagen würde, hurra, das ist es. Also GHP ging bei diesem Ding schon mal nicht wirklich. Eine weitere Idee habe ich bekommen, auch von, glaube ich, von mehreren Seiten, ganz besonders vom Kai mit Y. Hallo Kai. Und da geht es um kontrollierte Undichtigkeiten. Was ist das? Das ist ein altes Bauprinzip. Wenn man früher Lautsprecher hatte, die besonders hohe Güte hatten, hat man die in Gehäuse reingebaut, die nicht ganz dicht sind. Also so wie ich manchmal. Das heißt, es sind ganz gezielte Undichtigkeiten in einem Gehäuse drin, was letztendlich diese Überhöhung, diese Resonanzüberhöhung, die man im Gehäuse hat, ordentlich dämpft. Das heißt, dieser Buckel geht runter. Es ist halt eine Bauweise, die man da ganz gern nimmt. Man kennt es halt, wie gesagt, unter kontrollierte Undichtigkeit, unter aperiodisch bedämpftem Gehäuse. Oder Dynaudio hatte damals immer die Vario-Vents. Das ist das gleiche Prinzip. Das waren immer Öffnungen im Gehäuse, die mit einem Vlies zu waren. Warum habe ich das nicht weiterverfolgt, will ich auch gerne sagen. Erster Grund, ich hätte die schönen Lautsprechergehäuse von Auna im Grunde löchern müssen oder irgendwas anderes reinbauen müssen. Das wäre das eine gewesen. Ich wollte die aber im Grunde so lassen, wie sie sind. Hat auch einen Grund. Zweiter Grund ist, dass ich hier die Kapazität im Schädel nicht habe. Was soll das jetzt wieder bedeuten? Ich habe mich da nie groß mit beschäftigt. Ich müsste selber erstmal die Schulbank drücken, müsste das erstmal ganz durchblicken, müsste schauen, ob man da irgendwelche Faustformeln findet oder anwenden kann, dass ich das sozusagen erstmal erfasse für mich. Und solange ich irgendwas nicht kann, werde ich sie auch nicht vor die Kamera bringen. Ganz einfache Sache. Deshalb ist für mich die kontrollierte Undichtigkeit oder das aperiodisch bedämpfte Gehäuse erstmal rausgefallen, ganz klar. Ich habe gerade gesagt, die Gehäuse sollten heile bleiben. Warum? Bei mir sollen sie nicht bleiben. Ich möchte sie weggeben. Mehr dazu, wenn mir bis dahin was eingefallen ist, am Ende des Videos. So, und jetzt
Machen wir erstmal munter weiter. Gesamtperformance, vielleicht eine neue Frequenzweiche? Heute schauen wir uns das Gesamtprodukt an. Und was wir hier sehen können vor mir, ist im Grunde schon den Lautsprecher selbst und das Messmikrofon. Und da könnt ihr auch so ein bisschen jetzt sehen, so diesen Aufbau, wie ich das da hingepackt habe, möchte ich kurz darauf eingehen im Grunde. Und zwar könnt ihr schon sehen, also man sagt ja normalerweise immer, man soll so die Ohren so auf Höhe des Hochtöners haben, wenn möglich. Wenn möglich, ist nicht immer möglich. Nun denn, dieser Hochtöner hier ist nachher, wenn das Ding auf der Erde steht, 60 cm hoch. Da muss ich mich schon ziemlich tief hinlümmeln auf meinem Sofa. Also meine normale Sitzhöhe, wenn ich jetzt hier auf einem tiefgestellten Stuhl bin und ein bisschen, mich so ein bisschen so zusammensacken lasse, dann habe ich meine Ohren so auf 1,10 m etwa. 1,10 m gegenüber 60 cm vom Hochtöner. Das heißt, meine Ohren halten sich etwa 50 cm höher auf. Okay, das ist auch der Grund, warum das Mikrofon jetzt ein Stückchen höher steht. Und das sind hier in etwa 12,5 cm höher als der Hochtöner. Das ist so mein Offset, den ich da jetzt drin habe. Diesen Abstrahlwinkel. Und wie habe ich den jetzt im Grunde festgelegt? Möchte ich gerne darauf eingehen. Wenn ich so überlege, man sitzt im Hörabstand von einem Lautsprecher normalerweise so 2-3 Meter. 3 Meter eher. Da habe ich mir so die Preisklasse angeguckt von dem Lautsprecher. 79 Euro, wer kauft sich sowas? Das sind vielleicht Leute, die haben nicht so die riesige Wohnung. Und die sitzen dann vielleicht nur 2 Meter vom Lautsprecher weg. So ungefähr habe ich mir das gedacht. Das bedeutet im Grunde, die Ohren werden sich in 2 Meter Entfernung ungefähr 50 cm höher aufhalten als der Hochtöner. Das bedeutet, auf 1 Meter Entfernung sind es nur noch 25 cm höher und auf einem halben Meter Entfernung wären es 12,5 cm höher, die Ohren. Auf dieser gedachten Linie bis zu den Ohren bei 2 Meter Abstand. Deshalb habe ich jetzt hier 50 cm Messabstand gewählt und habe das Mikrofon 12,5 cm höher als den Hochtöner. Vielleicht könnt ihr euch jetzt hier mal so ein Dreieck vorstellen. 12 hoch und 50 rüber. Könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen vorstellen, wenn ihr das seht. Also damit habe ich das Ganze erstmal festgelegt. Ich denke mal, diese gedachte Abstrahllinie ist das, wo ihr vielleicht später vor diesem Lautsprecher davor sitzt. Der ideale Punkt, die ideale Achse zum Abhören, sage ich mal. Gut, dann haben wir das im Sack. Was habe ich gemacht? Ich habe mir jetzt erstmal einen Lautsprecher original unverbastelt geschnappt, genauso wie er aus dem Karton kommt, und habe den gemessen. Genau in dieser Aufstellung, wie ihr das hier jetzt seht. Wie sah das Ganze aus? Tja, kann ich euch zeigen. Das habe ich nämlich hier auf dem Bildschirm drauf. Dazu will ich gleich sagen, bassmäßig, also diese Welligkeit hier unten und hier auch dieser Dip, der hier vorhanden ist, ja, da darf man unter Umständen jetzt nicht so viel drauf geben. Hat auch einen Grund, es ist jetzt keine Nahfeldmessung. Die hatten wir, wie gesagt, letztes Mal. Wenn ich in einer gewissen Entfernung in einem Raum messe, bekomme ich Reflexion und so weiter. Und ja, der Bass ist meist dann Kaffeesatzleserei. Habe ich schon mehrfach darauf hingewiesen. Ich habe jetzt versucht, hier so eine Stellung zu finden, wo ich den Bassfrequenzgang von letzter Woche hier in etwa vielleicht noch nachvollziehen kann, möchte ich mal sagen. Wie geht's weiter, das Ganze? Also diesen Dip vergessen wir, wie gesagt. So ab 250 Hertz wird es realistischer. Und ich bekomme hier doch ziemliche Welligkeiten rein. Und tja, was sind das für Welligkeiten? Ist nicht ganz so einfach, ist ein bisschen schwierig. Ich gehe einfach mal davon aus, wenn bei manchen Frequenzen die Tiefmitteltöner, die ich hier habe, gleichzeitig abstrahlen, dann gibt es halt Frequenzen, wo sich das Ganze so ein bisschen frisst. Das hat man oft, wenn man zwei Schallquellen hat, die gleiche Frequenz abstrahlen. Das gibt es auch sinnvoll gemacht als Apolito-Prinzip. In diesem Fall passt das mit den Abständen alles gar nicht. Das wäre nicht dieses Apolito-Prinzip und von daher bekomme ich dadurch tierische Welligkeiten in meinen Frequenzgang rein. Ich habe dann die
zweite Box geschnappt, habe die auch vermessen, ob die beiden Boxen zumindest absolut gleich aussehen. Und leider ist es so, muss ich leider sagen, ich hole mal die zweite Messung mit auf dem Bildschirm rauf hier, dass die im Bassbereich ähnlich laufen. Wo hier die Unterschiede herkommen, gehe ich gleich noch drauf ein. Aber obenrum der Hochtöner, ja, der hat einfach deutlich weniger Pegel. Das sind hier schon teilweise, ja, 2, 3, 4 dB, die der Hochtöner in der anderen Box leiser ist. Okay, es ist nun mal günstigste Bauart. Die Hochtöner laufen vom eigentlichen Verlauf ähnlich, aber von der Lautstärke her ist der eine deutlich leiser. So what? Ist so, kann man sagen. Kann man nichts dran ändern. Leider, leider. Völlig egal. Da er ungefähr gleich läuft, habe ich es jetzt erstmal so hingenommen. Und ich habe auch weitergemacht mit dem Lautsprecher, wo der Hochtöner etwas leiser ist, weil ich den halt schon halb auseinander hatte. Was hatte ich da an dem Ding noch auseinander? Möchte ich euch auch zeigen. Ich habe einfach mal zwei Matten Dämmmaterial. Ich blende euch mal ein, welches ich genommen habe. Das waren die Matten von Intertechnik im Grunde. Habe ich in den Lautsprecher reingestopft. Und dadurch habe ich es geschafft, dass dieser Höcker hier in grün weniger ausgeprägt ist und eine tiefere Gehäuseresonanz bildet. Das hier ist ja die Gehäuseresonanzfrequenz. Und ja, da könnt ihr sehen, dass diese Dämmwolle, diese Dämmmatten, die ich da reingepackt habe, halt so ein bisschen diese sogenannte virtuelle Volumenvergrößerung bewirken. Das hat gut funktioniert. Als weiteren Effekt hat sich der untere Höcker jetzt auch noch ein bisschen schlanker dargestellt hier. Und ja, was bewirkt das auf dem Frequenzgang? Möchte ich euch auch gerne zeigen. Also wie gesagt, die unbedämpfte Box ist diese hier und die bedämpfte ist die untere Linie. Und da haben wir schon so 1,5 dB. Leiser die Frequenz bekommen bei knapp über 100 Hertz. Das war so mein erster Schuss. Okay, wie geht es jetzt weiter? Gehe ich gerne drauf ein. Wie gesagt, das ist jetzt unsere Ausgangsmessung hier. Hole ich mal auf den Bildschirm. Damit wollen wir jetzt im Grunde arbeiten. Kriegen wir das hin? Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt bei diesem Lautsprecher die jeweiligen Plusleitungen alle rausgeführt. Von den einzelnen Chassis. Das heißt, am Terminal, ich habe hier eine zweite Kamera laufen, hier am Terminal abgelötet. Die kommen hier raus, diese drei Leitungen. Und ich habe hier rot den oberen Bass, schwarz den unteren Bass und in orange den Hochtöner. So habe ich das Ganze erstmal jetzt rausgeführt. Wie gehe ich jetzt vor? Die Welligkeit, die ich da habe auf dem Bildschirm, diese da vermute ich ja, dass diese Welligkeit im Grunde kommt ja, von den beiden Chassis, Basschassis, die im gleichen Übergangsbereich zum Hochtöner spielen, dass es dadurch Effekte gibt mit dieser Welligkeit. Aufgrund dessen habe ich mir so gedacht, ich nehme den unteren Bass jetzt einfach mal früher aus dem Spiel. Einfach früher rausnehmen. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe hier eine 3 mHz Spule. Hier habe ich den unteren Bass schon dran angeschlossen. Das ist diese schwarze Leitung. Und jetzt gebe ich einfach mal das Eingangssignal direkt da drauf und schaue, wie der aussieht. Oder ich mache es mal anders. Erstmal schauen wir uns den unteren Bass nochmal direkt an. Ich messe das jetzt mal direkt. Ohne Spule drin. Oh, mein Stuhl quietscht gerade wieder. Letztes habe ich einen Kommentar gelesen, ich soll mal ein Ölkännchen nehmen. Leute, ich bin nicht Mechaniker. Kann ich mit dem Ölkännchen umgehen? Nein, kann ich nicht. Nee, das muss schon ein bisschen quietschen hier. Okay, Messung. Also ich sage jetzt Measure. Was war das? Jetzt hat sich hier irgendwas beschwert. Wollen wir mal gucken, ob es trotzdem geht. Also das ist jetzt der Frequenzgang nur von dem unteren Bass angeschlossen. So sieht er im Grunde aus. Finde ich gar nicht so übel. Wobei er hier doch einige Resonanzen zeigt. Gerade diese hier oben bei 4,5 bis 5 kHz. Die ist sehr ausgeprägt. Die hat er auch tatsächlich. Und jetzt klemme ich einfach mal um hier.
Jetzt mit einer 3-Milli-Henry-Spule dazwischen. So, da könnt ihr sehen, wie die 3-Milli-Henry-Spule wirkt. Ab hier gibt es jetzt eine abfallende Charakteristik. Und hier in diesem Punkt, ich rufe mal wieder alle Messungen auf, da könnt ihr sehen, dass er hier im Grunde jetzt 75 Dezibel hat, während er ohne Spule hier noch 87 hat. Diese Spule hat also bei etwa 5 Kilohertz, sage und schreibe etwa 12 Dezibel gebracht, die das Ding jetzt an der Stelle leiser ist. Damit ist er schon mal so ein bisschen aus dem Spiel bei diesen Frequenzen. Mein Tenor übrigens bei der ganzen Sache ist, Frank übertreibt's nicht. Das ist eine billige Box. Und das, was ich da jetzt an Maßnahmen mache, das soll nicht noch das Doppelte wieder kosten. Da möchte ich doch drunter bleiben. Okay, so gehe ich mit dem Bass um. Die anderen Linien hier werde ich einfach mal erstmal verschwinden lassen. Auf alle Fälle die Messung von der ersten Box. Die Messung von der zweiten Box. Und die Impedanzmessung. So. Also, das ist mein Status jetzt. Jetzt gehen wir einfach mal über zu dem zweiten Bass, den wir haben. Was habe ich da gemacht? Den lasse ich gesondert laufen. Den zweiten Bass habe ich hier. Das ist die rote Leitung. Die könnt ihr hier sehen. Und diese rote Leitung lasse ich jetzt laufen, oder den oberen Bass lasse ich jetzt laufen über einen 820 Mikrofarad Induktivität. Schließe hier wieder alles zusammen, ein bisschen drücken, damit der Kontakt gut da ist. Und jetzt schauen wir uns mal an den Frequenzgang von beiden Basschassis. Und das eine, wie gesagt, mit 3 mHi gefiltert und das andere Basschassis nur mit 820 Mikrohenry. Lass uns schauen, wie das aussieht. Zack. Was ich jetzt bekomme, ist die orange Linie. Und die ist, wie vermutet, in dem Bereich, wo wirklich beide zusammenarbeiten, ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, na, da sind es nur 5, müssten eigentlich 6 Dezibel mehr sein. Okay, ich habe jetzt nicht den gleichen Abstand zu beiden Chassis. Das mag so ungefähr hinkommen. Was wir auf alle Fälle sehen, ist die leicht abfallende Charakteristik jetzt. Und es arbeiten beide Chassis. Was man theoretisch jetzt wirklich noch bekämpfen müsste, ist hier tatsächlich diese starke, ausgeprägte Resonanz, die ich hier habe. Ich habe es zugegebenermaßen jetzt erstmal gelassen. Kommt ein bisschen aus Probehören an. Könnte sein, dass es stört. Erstmal lasse ich es so, weil ich jetzt nicht noch einen großen Saugkreis da reinpacken will oder einen Sperrkreis oder was weiß ich, um das Ding weiter hinzukriegen. Das wäre... Die Perlen vor die... Ne? Okay, wir lassen das so. Was mache ich sonst noch? Dieser Bassbereich ist mir noch zu vorlaut. Ich habe ja das Gehäuse jetzt schon mit 2 Matten bedämpft. Und was ich jetzt mache ist, ich nehme diesen Schwamm hier aus dem Autobereich. Und wenn drauf steht, Wischen ist possible, dann ist es genau der Richtige, dass er hier reinpasst. In mein Bassreflexrohr. Also ich stopfe jetzt mal das Bassreflexrohr zu. Schön abdichten hier. Alles dicht. So. Bassreflexrohr ist zu. Wie sieht jetzt der Frequenzgang aus? Ja, das ist schon interessant. Das ist jetzt die grüne Linie und die Messung, die ich direkt davor hatte, war diese orange Linie. Und jetzt könnt ihr sehen, dass dieser Lautsprecher nach unten hin, wie gesagt, Bassfrequenzgang ist mit Vorsicht zu genießen, aber ihr seht auf alle Fälle, dass er hier nicht mehr so vorlaut ist. Das hat ganz schön da reingestrahlt irgendwie und unten etwas flacher rausläuft. Ja, und wenn ich jetzt mal grob hier eine Linie reinlege, so ungefähr mittig in diese ganze Messung. Ich mache mal eben wieder die einander weg. Da könnt ihr schon sehen,
Das ist unten deutlich ausgeglichen, ne? Ich lege, wie gesagt, die Linie hier rein und habe jetzt einen minus 3 dB-Punkt bei, na, ich sag mal, wohlwollend 55 Hertz. Und keine riesengroßen Überhöhungen mehr in dem Frequenzbereich darüber. Das heißt, ich habe da keine Verdeckungseffekte mehr. Der Bass sollte jetzt ein bisschen linearer unten rauslaufen als vorher. Also, Dämmung in den Lautsprecher, Reflexrohr zu, bringt schon eine ganze Menge. Okay. Die beiden Tiefmitteltöne haben wir befiltert. Das ist jetzt übrig geblieben, unsere grüne Linie hier. Ups, das war die falsche weggeschaltet. So, die grüne Linie ist jetzt übergeblieben. Und jetzt schauen wir uns mal den Hochtöner an. Wie performt der Hochtöner? Der Hochtöner hatte einen 5,6 Mikrofaradkondensator davor in der Originalbox. Und das werde ich mal nachstellen. Gemessen hatte ich da übrigens nur 5,3. Das ist ein 5,6er eingebaut, also habe ich jetzt auch einen 5,6er hier genommen. Und zwar hier diesen Audin Cup. Und den werden wir einfach mal hier ranpacken. Das Ganze ein bisschen verbinden. So reicht das. Plus von den Bässen weg. Und jetzt power ich nur mal den Hochtöner an über diese orange Leitung. Lass uns schauen, wie der Hochtöner aussieht. Zack. Juhu. Ja, das ist der Frequenzgang vom Hochtöner mit dem 5,6 Mikrofarad Kondensator. Und da könnt ihr sehen, dass es, was soll ich jetzt sagen? Also, er hat hier einen Einbruch, er hat hier so eine richtige Beule und er hat in dem Bereich, ich sag mal, über 12 Kilohertz eine tierische Überhöhung, was vermutlich auch eine tierische Resonanz da oben ist. Da bricht er auf, da macht er, was er will. Die Resonanz selbst, dieser Buckel selbst, den wir hier auf dem Bildschirm haben, da sage ich mal, alles, was sich über 12, 13 Kilohertz abspielt, fasse ich erstmal nicht an, weil das nicht unbedingt, wie soll ich sagen, wenn Hochtöner zu aggressiv klingen oder sowas zu scharf klingen, sind das eigentlich andere Frequenzbereiche und nichts, was sich dort abspielt, wo alte Knacker wie ich eh nicht mehr so richtig hören können. Von daher lasse ich das für mich jetzt erstmal so. Falls du ein Zwölfjähriger bist, der noch bis 20 Kilohertz hören kann, dann musst du es natürlich bearbeiten. Genau. Okay. Das Ganze verheiraten wir jetzt einfach mal mit diesem grünen Frequenzgang hier, indem ich jetzt mal alles zusammen anschließe. Das ist natürlich eine spannende Sache, können wir machen. Dazu gehe ich hier wieder hin. Schnapp mir jetzt noch mal eine zusätzliche Krokoklemme, die bei mir sehr, sehr niederohmig sind. Schließ das in den Bassbereich mit an. Und messe das Ganze mal. Da ich jetzt die Bässe im Grunde und Tiefmitteltöner im Mitteltonbereich zurückgenommen habe, kann es sein, dass der Hochtöner viel zu laut ist. Was heißt, kann es sein? Er ist es, ich weiß es jetzt schon. Dementsprechend mache ich jetzt mal die Messung dazu. Ja, ich habe hier noch einen ordentlichen Einbruch drin. Da kann ich jetzt nichts dran ändern. Ich habe vom Bassbereich, da im Grün haben wir das hier noch, diese Resonanz, die sich hier aber nicht besonders stark ausprägt, sagen wir mal so. Ganz im Gegenteil, da scheint eine Phasendrehung drin zu sein, sodass der Gesamtfrequenzgang hier runterfällt in Braun. Das heißt, meine Beule wird dadurch ein bisschen runtergezogen bei idealem Abstrahlwinkel. Insgesamt sieht das dann so aus. Und ich war dann nochmal so mutig, weil ich hier auch mit Phasendrehung und sowas rechne, vor den Hochtöner, weil er mir hier hinten noch zu laut ist, einfach mal einen Widerstand vorzuschalten. Da habe ich jetzt auch keinen Spannungsteiler oder so genommen. Wir wollen ja Geld sparen. Ich habe da einfach mal einen 3,9 Ohm Widerstand geschnappt und den davor gepackt. Den habe ich hier liegen und muss allerdings mit meiner Brille kontrollieren,
ob es der richtige ist. 3,9 Ohm, perfekt. Den schnappe ich und mache den mal vor den Hochtöner. So, damit sollte der Hochtöner jetzt deutlich leiser spielen. Und ich mache einfach mal das, was abgegangen, irgendeine Klemme. Jawohl, da ist mir gerade eine Klemme noch wieder weggerutscht. So. Aber jetzt ist alles fest. Jetzt mache ich mal eine Messung. Schauen, wie sieht der Gesamtfrequenzgang aus. Measure. Ja, der laute Hochton, vorlaute Hochtonbereich ist weiter runtergesackt hier. Ich habe hier noch einen leichten Dip drin. Hier wieder eine Überhöhung. Aber insgesamt denke ich mal, will ich das Ganze jetzt mal so lassen. Er hat nicht mehr diese starke Welligkeit hier in diesem wichtigen Mitteltonbereich, Mittel- bis Hochtonbereich. Da war er vorher arg wellig. Jetzt ist er da deutlich leiser geworden und deutlich glatter. Das gleiche gilt für den Bassbereich. Diese Beule ist jetzt abgeflacht und das Bassreflexrohr haben wir außer Gefecht gesetzt. Insgesamt, ja, man könnte jetzt den Hochtöner wieder ein bisschen lauter machen. Ich lasse es erstmal so. Spannend ist natürlich ein Vergleich mit der ursprünglichen Messung und der ursprünglichen Abstimmung des Lautsprechers. Und da würde ich sagen, machen wir nochmal die passende Messung auf. Erstmal mache ich hier wieder ein paar Messungen allerdings zu. Diese, 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 so. Und jetzt suche ich mir mal raus die Messung, die ursprüngliche. Das war die Messung 4. 1, 2, 3, das war die ursprüngliche Messung. So, was wir da jetzt tatsächlich auch sehen können, ist, dass das, der Bass nicht mehr so vorlaut ist, dass wir hier unten im Grundtonbereich eigentlich gleichen Pegel wie vorher haben. Wir ziehen die Box jetzt hier ein Stück zurück. Wir haben hier bei 900 Hertz übrigens eine Resonanz, die man noch bekämpfen könnte. Jetzt in dem Bereich, wo diese riesige Welligkeit drin ist, ist die lange nicht mehr so ausgeprägt. Und ja, beim Probehören muss ich auch sagen, so grobe Zischlaute waren schon teilweise grenzwertig an meine Ohren gekommen. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Was ich nicht bekämpfe, ist diesen riesen Berg, wie gesagt, hier hinten. Das will ich nicht. Ich denke mal, insgesamt ist es jetzt ein ausgeglichenerer Frequenzverlauf mit zurückgenommenem Hochtonbereich und Übergangsbereich. Und ja, ich bin ganz gespannt, ob das auch so alles so funktioniert. Deshalb schlage ich vor, ich stelle das Ding jetzt mal runter, höre mal ein bisschen Probe jetzt im direkten Vergleich zur Originalabstimmung. Und ja, dann können wir uns dann gleich nochmal wiedersehen. Eieiei. So, Probe gehört. Fazit. Euch interessiert bestimmt auch der Preis von der ganzen Maßnahme hier. Ich habe das mal geöffnet. Und zwar hier bei den Speaker Buddies habe ich mal die weichen Bauteile rausgesucht, die ich jetzt im Grunde verwenden würde, die man vielleicht auch nehmen sollte, wenn man das Ding umbauen will. Und ja, achso, bei dem Thema. Speaker Buddies, ich wurde angeschrieben. Manche Leute haben Intertechnik gesucht als Webseite, um Sachen zu kaufen, Chassis und Weichenbauteile. Das läuft jetzt unter speakerbuddies.eu, glaube ich. Ich verlinke euch das unterm Video, damit ihr die Seite wiederfindet, wo es die schönen Intertechnik-Bauteile gibt. Ganz wichtiger Punkt, bevor mir das hier noch durchrutscht. Ich habe es, wie gesagt, hier bei den Speaker Buddies alles gefunden. Lasst uns mal schauen. Ich habe verbaut die 3 mHz Spule. Die ist teuer. Die kostet hier 21 Euro. Haben wir schon mal 21. Okay. Wir brauchen des Weiteren die kleine Spule vor dem zweiten Bass, vor dem oberen Bass. Die kostet hier 5,50 Euro, sage ich mal. Eieiei, 5,50 plus 21 sind wir schon bei 26,50.
Und weiter geht's. Ein kleiner Widerstand für 2 Euro, sage ich mal, macht 28,50. Und wir brauchen noch, würde ich auch gleich mit auswechseln, einen Kondensator. Ich habe hier meine geliebten Audin Cups Q4 genommen, mit denen ich sehr zufrieden bin, kostet 4 Euro. So, waren wir jetzt stehen geblieben? Ich sag mal 32 Euro oder 32,50 oder sowas pro Box. Wir liegen also, um das Ding einigermaßen auf Niveau zu bringen, bei 64 Euro. Einigermaßen auf Niveau zu bringen, mein Testhören gerade eben, da muss ich sagen, Gitarre, also E-Gitarre, bringt mich nicht mehr zum Weglaufen, hört sich jetzt einigermaßen annehmlich an. Der Bassbereich, wenn da ein Bassverlauf ist, hoch und runter, ist es ein wenig genauer, aber auch deutlich leiser als vorher. Vorher hat man ja diese starke Überhöhung immer stark rausgehört. Das, was bei Pop- und Disco-Musik vielleicht gerade gut ankommt, hat aber nichts mit einem sauber arbeitenden Lautsprecher zu tun. Der arbeitet jetzt etwas linearer, etwas sauberer, springt einen im Bass auch nicht mehr so auf Anhieb an. Aber ich denke mal, zum Dauerhören ist es besser. Also ich finde es so jetzt nicht gelungen. Nein ist es nicht. Und wenn ich jetzt überlege, wie gesagt, was habe ich gerade gesagt, 64 Euro. Ach, ich habe die Dämmmaterial noch vergessen. Dämmmaterial müsst ihr auch noch mal haben. Da sind wir vielleicht bei 70 Euro insgesamt für beide Lautsprecher. 80 kosten sie. 150 Euro kosten euch dann die Lautsprecher, um die auf einen anderen Level zu heben. Lohnt sich das? Weiß ich nicht. Ist auch mehr für Leute, die wenigstens etwas Klang haben wollen. Für alle anderen ist es dem Preis entsprechend, habe ich letztes Mal schon gesagt, im Originalzustand 79 Euro. Ich werde mit diesen Dingern nicht weiter hören wollen. Werde ich nicht. Ich würde sagen, die verschenke ich. Wie es genau geht, schreibe ich unter das Video. Und wenn sie weg sind, dann steht da nur noch, die Lautsprecher sind weg. Ansonsten, wer daran teilnehmen möchte, wer diese Dinge haben möchte, ich denke mir was aus. Also eine Verlosung wird es nicht. Ich denke mal, irgendwie wer am nächsten dran wohnt oder irgendwie sowas, kann sie sich abholen. Also versenden will ich die Dinger nicht, nachher fallen sie noch auseinander. Okay, ja, das war mein Ausflug in die Fertiglautsprecherwelt. Natürlich war mir vorher so ein bisschen klar, was bei rauskommt. Ja, ich gebe es ja zu. Allerdings für mich sehr interessant. Ich war ganz heiß drauf. Und ganz am Anfang beim ersten Teil habe ich die Frage gestellt, lohnt sich das? Selbstbau? Und meine ganz klare Antwort ist, ja, Selbstbau lohnt sich, weil ich habe jetzt hier im Grunde mit meinen Weichenbauteilen 150 Euro ausgegeben. Und ich denke mal, für 150 Euro, da könnt ihr euch auch meine Tempest bauen, mit Holz, mit allem drum und dran. Die Chassis kosten, glaube ich, 39 Euro das Stück. Das ist eine Breitbandbox, eine quasi Transmission Line. Wer die nicht kennt, die Playlist verlinke ich euch hier gerne nochmal. Und das Ding spielt mindestens 3 Klassen höher als das für 150 Euro. Und deshalb sage ich, ja, Selbstbau lohnt sich. Und fertig. Macht's gut. Ciao.